Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part sind wir ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, um einen Aussichtspunkt zu finden. Sind dann nach Hause, nach Vorenberg gereist mit unserem kleinen Boot. Und nach mikrofontechnischen Schwierigkeiten hoffe ich sehr, in diesem Part kann man solche Störungen nicht mehr hören. Falls doch, bitte schreibt es in die Kommentare. Ja, wir wollten eigentlich mit unserem König sprechen, der ist aber noch beschäftigt und wir werden jetzt erst einmal zu Valkas Hütte gehen. Und die ist in der Richtung. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Oh, Tekla. Den Namen habe ich schon mal gehört. Bitte was? Da hinten ist... Okay, gut. Gehen wir da erstmal hin. Genau. Gehen wir da hin. Oh, was ist das? Oh, Glitzer, Glitzer. Und was machen wir jetzt hier? Also ich wusste schon, dass man da rüber kommen sollte, kommen kann. Ich wusste bloß nicht, warum es eben nicht funktionierte. So viel wunderbarer Schnee.
Gaben für Valka. Zwei Hühner von Snefrid, um ihre Ernte zu weihen. Ein Schaf von Thora für den Blutsegen ihres Kindes. Und eine Ziege von Duck für mehr Salbe. Aha. Zwei Pferde. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Hamuram. Hamuram. Valka? Schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala? Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat in einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein. Oder ein Wahn wegen der Kälte. Aber beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ach, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Entscheidungen über Entscheidungen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das nehme, dass es dann trotzdem irgendwann rauskommt. Ich nehme, was brauchst du da? Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hunger zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Was kommt denn jetzt? Die Gestalt ist wieder da. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Überleg mal, Mädel. Sie ist doch gar nicht mehr da. Harvey! 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 Wandle ich unter den Toten.
Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Ja, so war schnell. Was geschieht hier? Okay, da sieht man kein Gesicht. Da wahrscheinlich auch nicht. Moment. Drei Frauen. Drei so eine Fädendinger. Oh, ich weiß, wer das ist. Das sind die drei Göttinnen des... Ja, die drei Göttinnen des Webstuhls oder sowas ähnliches. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, wie das im Nordischen genannt wird. Aber das sind garantiert diese drei Frauen, die dafür, ja, die dafür sorgen, wie lange man lebt, was im Leben geschieht und warum. Also, ja, die eine ist dafür verantwortlich für Leben, also Ursprung, die andere ist für den Tod verantwortlich und die dritte halt alles, was dazwischen passiert. Oh. Kannte ich bis jetzt eigentlich nur aus der griechischen Mythologie. Ich weiß nicht genau, wie die drei genannt werden im Nordischen. Warte, Wolf, ich möchte dich streicheln. Ich weiß, Wölfe sind nicht zum Schnurren gedacht, aber es sind so wunderbare Tiere. Sigurd? Bruder! Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Die Hand ist einfach mal ab. Sigurd! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Ich habe gerade eben noch überlegt, was genau heißt Harvey? Sowas ähnliches wie Bruder oder Schwester oder Kumpel? Und dann kommt dieser Wolf mit roten Augen. Ich merke gerade. Oh. Ruhig, Evo. Ich bin es, Walke. Ich bin hier. Götter, ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Mhm. Ah, Nornir. So heißen die. Odin war da? Nein.
Das war gerade eben erst. Ich habe keine Ahnung, ob dann ein Ruf des Wolfes erklang. Aber auf jeden Fall waren diese drei Personen da. Also Nimirs Erste. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Ach so, das war alles. So, okay, gut. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte er deinen Ehrgeiz darstellen. Oder deine Angst. Ja. Es war gerade eben erst, ja. Der große Wolf, der hat doch eben gejault. Ich dachte gerade auch wirklich, ich würde gegen diesen Riesenwolf kämpfen müssen. Ich sah die Tore zu Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Walhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor, schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Walhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Was für ein Schicksal hatte Odin denn eigentlich ursprünglich? Da stehe ich jetzt total aus dem Schlauch. Na gut. Aber nun gut. Ja, dann kommen wir da doch ganz schnell hin. Ganz einfach hinkommen wir da auf jeden Fall. Zu dem Aussichtspunkt. Ging halt bloß an dem Moment, wo ich dann das wirklich gebraucht habe, nicht mit dem Treffer. Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. Ach da! Ich habe mich gar gewundert, wo ist denn jetzt hier bitte schon jemand? Eivind! Wach auf! Oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlafwandelt der etwa?
Das habe ich mich gerade auch gefragt, warum der immer noch Schnarchgeräusche macht. Sie sind überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Darf nicht einschlafen, muss sehen, ob sie kommen. Alvind, wach auf! Du läufst auf eine Kante zu! Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Alvind, ganz ruhig. Du hast geschlafen. Nein, ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf, ja. Aber immerhin lebst du noch. Machst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst, und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst. Und schlafe, wenn du im Bett bist. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Weltereignis angeschlossen oder abgeschlossen? Das habe ich gerade nicht so gut lesen können. Ja, hier ist es so, dass man nicht öffnen kann. Nur da, wo braunes Gestein ist. Okay, wäre das gerade eben gebrochen, wäre ich schwerer? Oder was war das gerade für ein Geräusch? Wollen wir die Landschaft mal begutachten. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hinspringen kann. Ohne verletzt zu werden. Nachteil von Schnee. Man weiß nicht, wo man hinspringen kann.
Koks ist weg. Da oben ist auf jeden Fall Reichtum. Klappt. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht genau, ob ich das jetzt nur abgrasen soll oder nicht. Ja, doch. Lieber alles holen, was man holen kann, dann müssen wir dann später nicht nochmal dahin. Jedenfalls, wenn da dann wiederum keine Mission vorhanden ist. Oh, da war noch was zum Sammeln. Ha!
Wenn du Bären suchst, muss ich dich enttäuschen. Wir leben keine. Aber ich habe ein besseres Angebot als eine Jagd. Wenn du ein echter Drenger bist, jemand, dem Ehre wie Sonnenlicht durch die Adern fließt, so sollst du mir helfen, mein Schicksal zu erfüllen. Du bist weit weg von wärmendem Feuerkrieger. Ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lodbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften, bis die Jahreszeiten wechselten. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur 6 von uns sind übrig, seine treuesten Drängier. Aber ohne seine Stärke und Führung sind wir verloren. Ohne Ziel. Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer. Sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Kriegerin. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Dinge fallen den... Geben wir ihn doch, oder? Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Gib nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lodbrok, den wahren König von Nordwege. Für Ragnar Lodbrok, für Ruhm, hey. Und für alle Dränger erhebe ich meine Klinge. Sag mal, wie? Was? Wie schnell war der denn, bitteschön? Ja. Ich konnte mich ja nicht mal richtig vorbereiten zum Kampf. Boah. Nee, also den machen wir später. Oh. Ja, bin wieder da hier. Okay. Nee. Den machen wir später. Der ist scheinbar noch zu stark. Das ist ja heftig. Boah. Ich habe mich gerade gefragt, warum sieht man jetzt so ein merkwürdiges Meer?